GTA ist jetzt schon mehr als 11 Jahre alt und diesen Anlass habe ich mir genommen, um endlich auf diesem professionellen GTA 5 Kanal die GTA Story durchzuspielen. Leider habe ich dann etwas gemerkt, und zwar die schiere Anzahl der GTA 5 Story Let's Plays auf YouTube. Aber trotzdem wollte ich zumindest einmal die Story auf diesem Kanal spielen, und da ich das nicht wie der andere machen wollte, habe ich da etwas Schönes gesehen, und zwar den GTA Chaos Mod. Der wird die ganze Story nochmal etwas aufpeppen. Ich würde aber sagen, dass das Video eigentlich schon von selbst erklärt, wie dieser Mod funktioniert. Deswegen werde ich jetzt nicht viel erklären und wünsche euch sehr viel Spaß mit dem Video. Wir spielen GTA Story Modus mit einem Randomizer, und der wird auch jetzt direkt gestartet und ihr könnt abstimmen. Das wird jetzt krass. Es ist trotzdem mit Wahrscheinlichkeiten, also es muss nicht immer genau das kommen, was ihr abstimmt. Also ich weiß gar nicht, ob wir hier durchkommen, aber wir lassen uns jetzt mal. 2, attach all enemies together. Was passiert jetzt? Oh mein Gott. Okay, achso, stimmt. Ey, ich bin so dumm. Ich bin gerade hier. Ich habe so Angst, dass gerade irgendwas kaputt geht. Well, we dropping. Nein, bitte. Bitte nicht das. Dann werde ich raus teleportiert, glaube ich. Nein. Nein. Und das fängt schon mal sehr, sehr gut an. Komplett alle immer wieder von neu. What? Wir haben einfach den ersten Abschuss. Das kann nicht sein. Oh, weil der Chaos-Mod abgestürzt ist. Nein. Ach, verdammte Sch. So, Leute. Nächster Versuch. 2 unglückliche Versuche. Das Voting geht direkt weiter, will ich sagen. Hallo? Okay, Voting enabled, Leute. Ihr könnt direkt anfangen. Hä? Okay, einfach nur so ein dummer Effekt. Das Problem ist, ich weiß gerade gar nicht, wie lange ich die Effekte gemacht habe, weil der Ghost Town Effekt sieht schon gerade sehr, sehr lang aus. Okay, das ist easy. So schwer ist das jetzt nicht mit dem Ghost Town. Okay, also es geht klar, aber es sind gerade mehrere Effekte auf einmal. Ich habe vergessen, die Zeiten richtig einzustellen. Es müssten 30 und 60 Sekunden sein. Okay, Ghost Town reicht jetzt auch wieder. Danke. Nein! No way, nicht schon wieder. Es ist wieder abgestürzt. Okay, nach etlichen Versuchen, ist das jetzt der letzte Versuch. Vielleicht geht's im Prolog nicht. So, jetzt starte ich die Abstimmung. Speedrun-Strategien. So. What the f***? Nein, bitte. Oh mein Gott, warum muss ich jetzt so aussehen? Ich hab Paramedic hinten drauf. Das war Fake Death, Digga. Okay, let's go. Schnell weiter. Oh, ist der Black Hole bei 40%? Bitte nicht. Michael! Du hast mich verraten! Bro, bitte. Hey! Oh, ist weg. Irgendeiner von denen hatte eine Shotgun. Der Shotgun ist etwas einfacher. Alles. In the Hood? Was in the Hood? Die waren am Tanzen! Danke für die Hilfe, ey. Die können nichts machen, weil die am Tanzen sind. In the Hood rettet gerade mein Leben. Okay, let's go weiter. Er hat immer noch den Kuchen einfach. Wie geht der weg? Link. Hä? Wo bin ich? Ich bin nicht im Auto. Ich bin wieder zurück. Nicht dein Ernst. 30 km/h. Genau in so einem Moment kann man nur 30 km/h fahren. Ich glaube, jetzt haben die Effekte keine Auswirkungen mehr, weil wir in der Cutscene sind, denke ich mal. Money Rain. Ey, die haben Aimbot! Diese Cutscenes hier müssen wir nicht sehen, tatsächlich. Die können wir jetzt einfach überspringen. Und ich starte danach sofort wieder das Voting. Okay, let's go. Ich will so gerne vor Lamar einmal da sein. Ich habe es eigentlich bisher nur einmal geschafft. Weil ich nicht weiß, wo wir genau herfahren müssen immer. Hier könnten uns die Effekte halt komplett auseinandernehmen, ne? Der ist so schnell. Es macht einfach absolut keinen Sinn, ey. So, den Weg ab hier kenne ich nicht mehr genau. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Oh, der hat den einfach gekillt, den anderen. Wie kann ich vor Lamar da sein? Nein! Hier ist ein Boot. Lamar, bitte. Oh, es lief so gut. Was? Nein. Oh, Mann. Ab hier. Ach, Digga. Wieder random Traffic. Der Typ hat einfach einen Müllwagen. Aber ich glaube, die Mission wird abgebrochen, weil wir zu weit vorne sind. Ja, okay, jetzt aber. Oh, der Wagen sieht ja mal Hammer aus. Hier sind auch Wagen von GTA Online. Das ist ja geil. Ja, mein Kopf sieht ganz normal aus. Holy, ich hab mich so erschrocken, Digga. Ja, der Hase geht ja komplett ab. Ich will auf jeden Fall gegen Lamar gewinnen, das weiß ich. Aber das einzige Problem ist... Hä? Warum? Nein! Ich will doch vor Lamar da sein. Oh mein Gott. Ja, ich hab's geschafft. Und der Hase ist auch mit dabei. Let's go, Digga. Was ist mit meinem Hasen passiert? What the? Der ist jetzt auf meinem Schoß. Ey, steig in das Auto. Ja. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Okay, die meisten Waffeneffekte
treffen nicht auf mich zu, weil ich keine Waffe habe. Das ist schon mal was Gutes. Müssen wir nur die Bullen loswerden. Neben mir war ein Polizist! Der ist wieder da! Wegen der Portal Gun. Er schießt auf mein Auto und ist dann direkt da drin teleportiert. Okay, jetzt nicht mehr. What the f... Oh mein Gott, meine Augen. Let's go. Oh mein Gott, Doomsday. Ich kann nicht mal geradeaus fahren, dass der Wagen wackelt zu sehr. Hängen die Bullen ab. Wie habe ich denn nochmal Bullen bekommen? Okay, die Bullen sind alle tot. Die sind alle weggespawnt. Ich muss irgendwie zu Simeon. Simeon, bitte. Komm, warum habe ich jetzt wieder Polizisten? Spum wieder. Random Gravity. Nicht explodieren. Alles aber nicht explodieren. Okay. No. No. Nein! Alles, einfach alles, aber nicht explodieren. Nicht nach oben! Bitte nicht, Mann! Och mein Gott. Was? Ich hab wieder. Warum habe ich wieder Sterne? Ey, ich hab schon seit gefühlt 20 Minuten Sterne. Das kann doch jetzt nicht angehen. Okay, endlich. The Dark World. Ich sehe einfach. Ich weiß, das ist mein Auto, das weiß ich wegen der Minimap. Krasser Effekt, aber. What? Autopilot. Ey, ich drücke gerade nichts, ne? Ich drücke gar nichts. Das Autopilot ist aber auch krass, muss man sagen. Disable random direction. Rückwärts kann ich nicht. Das sieht geil. Also eigentlich sieht das total cool aus. Ich kann nicht nach hinten fahren, weil diese random direction disabled ist. Ah! Und deswegen kann ich da nichts machen bei solchen Effekten. Nein. Game abgekackt. Und jetzt geht es weiter mit der nächsten Simeon-Mission. Cutscenes werde ich halt jetzt einfach regelmäßig skippen, ne? Ey, wo ist mein Auto? Oh, dafür ist das Auto jetzt schneller. Das ist geil. Steig doch ein! Ja, man merkt auf jeden Fall, dass es schneller ist. Sehr geil. What? Mann! Wo kriegt jetzt ein Auto her? Wird der anhalten? Nein, er wird nicht anhalten. Er wird nicht anhalten. Er wird nicht anhalten. Oh. What? What the hell? Oh, wir nehmen den hier. Wir nehmen den Massacro. Attach all enemies together. Hä? Alle Gegner sind jetzt zusammen irgendwo. Aber wo? Die sind alle weg. Vielleicht können wir den ein bisschen schieben. Sag mal, lauf schneller. Autopilot. Wohin? Bleib stehen! Ah. Wohin fährt er denn? Come on. Ey, wir kommen hier nicht weiter. Cryptocurrency. Wir haben einfach alles verloren fast gerade. Wir haben nur noch... wir haben 0 Dollar. Hier ist es. Das weiß ich. Das weiß ich schon mal. Ach du Schwein. Warum ist da Werbung auf meinem Bildschirm? Bro, ich sehe einfach gar nichts. Muss ich den einen Typen jetzt unbedingt noch töten, damit wir weiterkommen? Oder was ist gerade los? Und da kommt er nicht weiter, weil da dieser Blimp ist. Digga, wir haben alle gekippt. What the fuck? Let's go! Zum Glück habe ich das gemacht. Weil das Auto von ihm ist eh umgedreht. Help my WQ stuck. Er gibt von selbst Gas. Oh, so geile Fahrzeuge. Der ist auch geupgradet. Okay, auf jeden Fall schneller. Ich spüre das schon direkt. Low Gravity. Nein! Ich kann nichts machen. Ich schwebe so einen Millimeter über dem Boden oder so und kann deswegen nichts machen. Suicide is badass. Nein! So, das Auto nehmen wir mal direkt in unserer Garage. Nein! Wir sind einfach da, wo eben die Mission war, hier unten. Nein, 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 nein. Geh nach rechts oder so, komm. Nach rechts, bitte. Oh mein Gott, danke. Ich wollte alles aber nicht im Wasser landen. Es ist ja eine Fahrt. Und wir haben jetzt... Hä? Fake Teleport, okay. Trotzdem sind alle meine Reifen explodiert. Ich will nach Hause, bitte. Ich will speichern. Oh! Okay, irgendwas passiert gerade. Schwarzes Loch, alle fliegen dahin, aber ich nicht. Mein Game stürzt gleich ab, ich spüre das schon. Ich gucke gerade nur auf die Map, ich kann gerade immer noch nichts sehen. Okay, das schwarze Loch ist auch weg. Ich will nach Hause und speichern, bitte. So, schnell hinlegen. Spiel speichern, sofort aber. Neuen Spielstand anlegen. Ja, bitte. Bevor das Game nochmal abgestürzt ist. Okay, Leute, das wär's dann für heute. Ich hoffe, euch hat die erste Folge des Chaos Mods sehr gefallen, weil mir hat es auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Wir sind zwischendurch live auf Twitch. Wenn wir live sein sollten, bekommt ihr die Benachrichtigung im Community-Tab auf diesem Kanal. Deswegen lasst ein Like da, ein Follow und vergesst nicht die Glocke aktivieren, um auch nichts zu verpassen. Und damit würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.